Ein herzliches Hallo und vor allen Dingen ein gesegnetes, ein glückliches neues Jahr 2018 für alle Gäste, für alle Besucher des CLW, eine internationale Kirche in Bonn. Mein Name ist Mario und zunächst einmal möchte ich erstmal meinen Dank aussprechen für einen großartigen Gott, für unseren Herrn Jesus Christus, der uns ein wunderbares Jahr 2017 geschenkt hat. Wir schauen zurück auf Gottesdienste, wo viele, viele Menschen das erste Mal eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus. Das ist wunderbar, das ist das Schönste, was ein Pastor erleben kann. Diese Menschen haben in unseren Kleingruppen Gemeinschaft entdeckt, die Kostbarkeit von Freundschaft, die Lebendigkeit von Nachfolge, die man gemeinsam erleben kann, wie eine Reise. 34 Menschen haben im letzten Jahr sich taufen lassen. Was für eine wunderbare Sache, dass Menschen öffentlich zeigen wollen, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Aber wir schauen auch voller Freude und voller Mut, vor allen Dingen in das Jahr 2018, obwohl doch da so viele Dinge sind in unserer Gesellschaft, wo wir vielleicht voller Angst sein sollten oder voller Negativität. Aber wir sind positiv, wir sind voller Hoffnung, weil wir haben den stärksten Partner an unserer Seite, Jesus Christus. Und Jesus baut auch heute noch eine großartige Kirche. Nun, wir haben als internationale Kirche schon seit vielen Jahren eine brennende Vision. Wir möchten eine Kirche sein für alle Nationen, für alle Generationen. Wir möchten ein Ort sein, wo Menschen Jesus nachfolgen, lernen und wo sie ein Zuhause finden. Wir haben auch durch den Heiligen Geist ein klares Ziel bekommen für 2018. Das Schlagwort lautet Nachfolge. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen auf den Spuren von Jesus Christus sein. Wir sollen lernen, ihn zu imitieren. Das, was wir von ihm lernen, umsetzen in unseren Alltag, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz, da, wo wir sind, in der Schule, in der Uni. Nun, jemand, der Jesus nachgefolgt ist, ist Matthäus. Deswegen wird das Matthäus-Evangelium für uns als Kirche in 2018 eine wichtige Rolle spielen. Gleich 4 Predigtreihen haben wir. Warum 4? Weil wir 4 Schwerpunkte setzen möchten. Wir möchten gern Gott groß machen. Gott ist groß, so heißt der Titel unserer ersten Predigtreihe. Wir werden im Lobpreis, im Gebet entdecken, wie großartig dieser Gott ist. Dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Und diese Anbetung wird uns hineinführen in ein ganz neues Lebensgefühl, wo wir unsere Probleme, unsere Herausforderungen aus der Perspektive Gottes sehen. Das zweite ist Charakter entdecken. Charakter ist etwas Wunderbares. Wenn wir erlauben, dass Jesus unseren Charakter verändern darf, dann wird sich unsere Ehe verändern, unsere Familie, unser Umfeld verändern, weil das ist etwas, was bleibend ist in unserem ganzen Leben. Charakter können wir mitnehmen, sogar bis in die Ewigkeit. Wir werden Gemeinde entdecken als Zuhause. Kirche ist ein Zuhause, wo wir lernen, miteinander in Gemeinschaft zu leben, wo wir lernen, Heilung für uns selber anzunehmen, wo wir lernen, zu vergeben, wo wir lernen, als Team gemeinsam wunderbare Ziele zu erreichen, die wir allein niemals erreicht hätten. Und das Letzte, wir werden entdecken, dass wir Einfluss haben. Jeder von uns hat Einfluss. Vielleicht bist du nicht ein Leiter in deinem Beruf oder noch nicht mal in einer Kirche, aber du hast Einfluss. Du hast Einfluss zum Negativen und zum Positiven und ich wünsche dir, dass du diesen Einfluss nutzt zum Positiven. Denn du bist von Gott designed mit einer einzigartigen Bestimmung. Du hast eine Bestimmung auf deinem Leben, du hast einen Lebensauftrag. Und Jesus Christus hat dir die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, diesen Lebensauftrag in dir zu entdecken und auch zu leben, damit du mit anderen gemeinsam unsere Welt ein Stück weit besser machst. Hey, ich lade dich ein, gleich zur nächsten Predigtreihe, kommenden Sonntag am 7.1. um 12.30 Uhr und um 10 Uhr. Und wir werden gemeinsam erleben, Gott ist groß. Und der erste Teil unserer Predigtreihe heißt Vater unser. Wir werden das Vater unser entdecken und entdecken das Geheimnis von Gebet, wie Gebet uns hineinführt in Gottes Gegenwart und uns total transformiert. Ich wünsche dir, deiner Familie alles, alles Gute. Gott ist mit dir, Gott hat einen Plan für dich
und ich wünsche dir Gottes Segen für deine Zukunft.